Ach Mensch, der Fernando immer so am Übertreiben. Obwohl, kann es eigentlich sein, dass ein F1-Auto im gegebenen Falle langsamer ist als ein F2-Auto? Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem weiteren Video bei F1-22. Und die Ideen, die Fragen, die ich mir stelle, gehen einfach nicht aus und die kommen so spontan wie das Glück, was auf meiner Seite ist. Denn ich habe mich wirklich gefragt, ist es eigentlich möglich, mit allen möglichen verkehrten Einstellungen ein F1-Fahrzeug langsamer als ein F2-Fahrzeug zu machen? Zudem will ich erst natürlich einmal gucken, wie viel schneller ist eigentlich normalerweise ein Formula-1-Auto gegenüber einem Formula-2-Auto? Und dazu werden wir mal ganz schnell auf zwei verschiedenen Strecken springen und dort das Beste aus dem Wagen herausholen und dann einfach mal gegeneinander fahren lassen. Und hier habe ich mich für den Red Bull Ring entschieden. Ich finde, das ist eine Strecke, die einen natürlich richtig viel Spaß macht. Zum anderen ist die sehr ausgewogen. Zwei mittellange Geraden, wo wir auch gut Topspeed erreichen. Ein paar vereinzelt langsame Kurven, aber auch sehr viele schnelle, wo wir Aerodynamik brauchen. Aerodynamik ist ja die Stärke eines Formel 1 Autos. Ja, und wir sind jetzt gerade im Splitscreen hier mit dem Formel 1 von Ferrari unterwegs und einem Formel 2 Fahrzeug. Und das fällt natürlich als allererstes sofort auf. Ui. Die Formel 2 Fahrzeuge sind schon ein bisschen schwergängiger. Das fühlt sich alles ein bisschen langsamer an und nicht ganz so agil. Auch die Topgeschwindigkeit ist zwar jetzt ganz in Ordnung. Wir können teilweise 300 km/h eigentlich normalerweise erreichen. Aber ansonsten, ja, sehe ich ein Formel 2 Fahrzeug wahrscheinlich hier in Österreich um 6 bis 8 Sekunden langsamer als der Ferrari, mit dem ich eine 1.06.517 gefahren bin. Eine solide, gute Runde. Wie gesagt, da geht natürlich immer ein bisschen mehr. Aber ich wollte trotzdem auf Anhieb eine gute Runde fahren und ja, einfach mal einen kleinen Vergleich setzen. Ihr könnt mal schnell in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Wo lande ich am Ende mit einem F2-Fahrzeug? Schaffe ich vielleicht noch eine 1.14 oder alles darüber hinaus? Also, wo bleibt die Zeit stehen hier für ein Formel-2-Fahrzeug? Wir geben jetzt Vollgas. Eine 1.16, 10 Sekunden langsamer knapp. Also so ungefähr 9,5 Sekunden langsam mit einem Formel-2-Fahrzeug gegenüber einem Formel-1-Fahrzeug. Wir sind schon im ersten Sektor fast 2 Sekunden langsam mit einer 18.701 gegenüber einem Formel-1-Fahrzeug mit 16 und ein paar zerquetschte. Ja, wir werden aber jetzt hier natürlich weiter zum Beispiel mit dem Ferrari machen, aber zumindest mit einem Formel-1-Fahrzeug, denn die Formel 2 können wir jetzt nach hinten schieben, da haben wir es optimal herausgeholt, eine 1.16, eigentlich schon fast genau auf dem Punkt, und wir machen jetzt mit dem Ferrari weiter und wir werden jetzt sukzessive ein paar Einstellungen vornehmen, um dieses Fahrzeug langsamer zu machen. Ich werde nicht vom Gas gehen oder werde mir keine Mühe geben, ich werde versuchen einfach mit ein paar kleineren Einstellungen, sei es Reifen oder Tankfüllung, das Auto langsamer zu machen. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit folgender Sache an, wir tanken das Auto einfach mal bis zum Rand voll. Aktuell haben wir ja gerade mal 10 Kilogramm drin für 7 Runden. Aber wenn wir mal voll tanken, dann sehen wir. Jetzt sind 110 Kilogramm einfach mal in dieses Fahrzeug drin. Also 100 Kilo mehr. Das kann schon einiges ausmachen. Und damit fahren wir einfach mal mit Softreifen eine Runde hier auf dem Red Bull Ring. So, ach, und nicht vergessen, unsere schnellste Runde hier mit dem Ferrari in optimalen Zustand war eine 1.06.5 gewesen. Und wir sind einfach mal im ersten Sektor ungefähr 7 Zehntel langsamer als zum Beispiel mit leeren Tank. Und am Ende fast eine 1.11, voller die Waldfee, also damit sind wir, naja, gute 4 Sekunden langsamer. So, das Ganze war jetzt hier auf Softreifen, aber wir probieren jetzt einfach mal gleich auf Anhieb auf harte Reifen zu wechseln. Erstaunlich, der Unterschied ist gar nicht so groß. Sie waren im Großen und Ganzen, ja, 3/10, 3,5 Zehntel langsamer auf den harten gegenüber den Softreifen und haben jetzt eine 1.11.1. Also wir sind immer noch da mit knappe 5 Sekunden schneller als die Formel 2 Fahrzeuge. Ich gebe aber nicht ganz auf. Ich will jetzt mal Folgendes probieren. Ich will jetzt einfach mal auf harte Reifen und mit vollem Flügel fahren. Das heißt, auf zwei, wie ich schon am Anfang erwähnt hatte, auf zwei mittellangen Geraden könnten wir aber trotz alledem richtig viel Zeit verlieren. Und das Gute ist dabei, wir sehen es ja an der Delta-Zeit.
So, wir kommen zwar jetzt so richtig butterweich in die Kurven hinein, das merkt man sofort, dass der Flügel sehr weit da oben gestellt ist. Aber auf den Geraden, guck mal oben rechts, gleich die Delta-Zeit, sofort 2 Zehntel auf diesem kurzen Gestück langsamer. Jetzt geht's hier rein, Vollgas. Oh, da kann man nicht gut raus. Boah, wir bremsen ja richtig ab, wir schaffen nicht mal 300 km/h. Spitzengeschwindigkeit 280. Formel 1 Fahrzeuge vollgetankt mit maximalem Flügel, 280 Spitze. Und am Ende eine 1.12.960, also fast eine 1.13. Damit fehlen nur noch knappe 3 Sekunden auf die Formel 2 Fahrzeuge. So, eine Sache, die am Ende noch bleibt, ist noch folgende. Es war ein bisschen doof im Großen und Ganzen, aber wir werden jetzt hier nochmal auf Softreifen fahren und wir wollen mal gucken, wie viel langsamer wären wir eigentlich, wenn die Reifen voll abgenutzt sind. Das heißt, wir haben jetzt folgende Einstellung in dem Ferrari. Maximal Flügel, maximales Benzin und Softreifen, die gleich abgenutzt sind. Gut, ja, Benzin ist wieder voll aufgefüllt, aber guck mal jetzt hier, die Reifen sind gut abgenutzt. Und wir gucken mal, wie langsam wir jetzt mittlerweile sind. Wir haben noch die Möglichkeit, 2 Runden zu fahren. In der 2. Runde will ich noch was probieren, denn da will ich mal probieren, Unterbodenschäden zu provozieren, weil das kann ja auch alles mal passieren. Und wir sehen eine 1.13.1 nur. Also mit harten, beziehungsweise mit Softreifen, die gebraucht sind, ist das alles nochmal ein bisschen langsamer. So, aber vergesst mal Folgendes nicht. Wir sind gerade mit einem Ferrari gefahren. Was wäre aber eigentlich, wenn wir das Ganze mit einem Williams machen? Das vermeintlich schwächste Team der Formel 1. Ja, und die langsamste, schnellste Runde, das kann man es irgendwie, klingt ganz komisch, aber vom Ferrari war eine 1.13.1. Und ich bin mal gespannt, Williams müsste schon knapp 2 Sekunden langsamer sein als Ferrari. Also kommen wir sehr nah der Formel 2 entgegen. Als kleine Randnotiz, bei der Formel 2 war der erste Sektor eine 18.7. Also ihr merkt gerade auch um die Kurven, obwohl wir viel Aerodynamik haben, sind wir nicht so geschmeidig wie der Ferrari. Geschwindigkeit vom Mercedes-Motor ist ein Ticken schneller als vom Ferrari, da bin ich ein bisschen erstaunt. So, jetzt geht's auf Endspurt und am Ende eine 1.13.7.9, doch so schnell. Obwohl man bedenken muss, dass wir mit dem Ferrari ja auch eine 1.13.1 mit gebrauchten Softreifen gefahren sind. Okay, fassen wir also nochmal zusammen. Wir sind jetzt gerade am Ende mit einem Williams, vollen Tank und harter Reifen gefahren und sind, ja, gute 2,5 Sekunden immer noch schneller als ein Formel 2 Fahrzeug, das mit relativ leeren Tank, mit den weichen Reifen und besten Bedingungen unterwegs war. Eine kleine Sache, die ich noch ausprobieren möchte, wo ich denke, die könnte auf alle Fälle was bringen, wäre tatsächlich eine Strecke, wo es vielleicht sehr, sehr, sehr viel ausmachen könnte, dass wir, sagen wir mal, vollgetankt sind und auf harten Reifen unterwegs sind, und das wäre Monaco. Dazu fahren wir natürlich mal wieder eine schnelle Runde mit einem Formel 1 Auto, aber dann auch mit einem Formel 2 Fahrzeug und setzen die hier in Splitscreen. So, da bin ich mal gespannt, der Vergleich zwischen hier den F2 und den F1 Fahrzeug. Ich weiß auf alle Fälle, dass ich mit dem Formel 1 Fahrzeug ungefähr 1.12er Zeiten fahre. Und wir denken einfach mal so ein bisschen an Österreich. Da war es ja der Fall gewesen, dass wir ungefähr 10 Sekunden langsamer hier mit der Formel 2 gegenüber dem Formel 1 Wagen waren.
Hui, eine 1,22. Also trotz all dem sind wir knapp 10 Sekunden langsamer hier auf eine Strecke wie Monaco mit sehr vielen Kurven. Gut, eigentlich nur noch so pro Form halber, weil ich glaube, es wird auch in Monaco nicht klappen, will ich trotzdem mit dem Williams vollgetankt mal eine schnelle Runde fahren und natürlich auf harte Reifen. Uiuiuiui. Holla die Waldfee, 1,26 nur. Ich hab ja versucht, oh, aber man kommt auch wirklich, also Benzin, volle Karacho voll in den Wagen reingehauen. Kommen wir kaum noch um die Kurven. Die gehen nicht mehr so schnell natürlich wie mit gefühlt, ja, 100 Kilo weniger Benzin. Aber trotz all dem sind wir immer noch ein Ticken schneller. Genauer gesagt, knappe 1,5 Sekunden schneller als ein Formel-2-Fahrzeug, sind aber dementsprechend auch wesentlich näher dran. Als allerletztes möchte ich doch ganz gerne das Entgegengesetzte probieren. Nämlich auf einer Strecke wie Monza, wo nur volle Geschwindigkeit viel wert ist. Den Flügel volle Kanne nach oben, Benzin volle Kanne und dann mal gucken, was für Zeiten wir da fahren. So, diesmal eigentlich indirekt ohne mit Splitscreen. Ihr seht oben nur ein kleines Fenster, nämlich von meiner Formel 2 schnellsten Runde hier auf Monza. Das war nämlich eine 31,8 gewesen. Da bin ich 3-4 Runden gefahren und irgendwann konnte ich die Zeit jetzt hier erzielen. Wir sind jetzt nämlich jetzt mit dem Williams unterwegs. Maximale Flügeleinstellung und Benzin bis nach oben hin vollgekippt. Die Höchstgeschwindigkeit im Formel 2 Fahrzeug, wo wir gerade bei 219 sind, war bei 310 gewesen. Wir sind knapp 20 km/h langsamer. Werden wahrscheinlich in den Kurven hier aber ein bisschen schneller sein. Oh, obwohl in den Kurven trägst du schon ein bisschen raus. Erster Sektor lang wie bei ungefähr 29,7 mit dem Formel 2 Fahrzeug. Oh. Uiuiui, guck mal, schau, guck mal oben links. 29,9, wir sind ein Ticken langsamer mit einem Formel-1-Fahrzeug im ersten Sektor. Zweiter Sektor, eine 30,9 mit einem Formel-2-Fahrzeug. Oh, jetzt haben wir ein bisschen aufholen können. Nur noch 4 Zehntel langsamer als Formel 2 Fahrzeug. Aber jetzt kann man mal die Stellen, wo Geschwindigkeit gefragt ist. Gerade hier. Wie gesagt, am Ende eine 1,31,822. Ah, komm, zieh. Oder wird aber knapp hier. Am Ende doch noch geschafft um 6 Zehntel Sekunden. Wir können natürlich auch noch ein bisschen schneller fahren. Wir lassen die Runde jetzt einfach nochmal auslaufen und gucken mal, wo wir am Ende hätten vielleicht wirklich noch landen können. So, Runde ist vorbei. Wir haben uns jetzt nochmal um 7 Zehntel verbessert. Das ist dann so ein bisschen die eigentliche wahre Zeit. Also nochmal was rausholen können. Aber trotzdem am Ende eine 1,30,5 gegenüber dem Formel 2 Fahrzeug. Dann sind wir auch ein paar Runden gefahren. Eine 1,31,8. Also nicht so viel langsamer in einer Welt zwischen Williams vollgetankt und einem Formel 2 Fahrzeug. Wer Williams ist aktuell so Ferrari, Red Bull, vielleicht auch Mercedes und die Formel 2 Fahrzeuge so das gute Mittelfeld. Ich hoffe, es hat euch trotzdem so ein bisschen gefallen von der Art und Weise, die Idee dahinter, ob wir es schaffen, dass ein Formel-2-Fahrzeug mal schneller als ein Formel-1-Fahrzeug ist. Falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und ich probiere es beim nächsten Mal aus. Sei es Strecke, Einstellung oder was auch immer ich probieren soll. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare und wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge, wenn es heißt Wissenswertes über F1-22. Was kann man machen? Kann ein Formel-1-Auto fliegen? Wahrscheinlich eher nicht, außer man crasht wahrscheinlich im Baku. In diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.